So sieht sie aus, die Josie. Aber hier weg. Sehr müde bin ich jetzt auch. Ich bin froh, wenn hier Sie muss noch alles auf ihre durch ist. Omi warten. Ja. So ein langer Flug hält einen dann doch schon sehr in Trab. Aber lustig. Ich hatte so kleine Kinder hinter mir sitzen. Die haben mir die ganze Zeit in den Rücken getreten. Das war sehr unangenehm. Oh Gott, okay. Aber es geht. Perfekt, Ma'am. Dann auch einmal Ihre Sachen aus den Taschen holen und dann auch zu meinem Kollegen durchgehen, bitte. Genau. Und einmal durchgehen. Perfekt. Wo ist denn meine Mumie? Taschen holen, dann durch die Schleuse durchgehen. Alles klar. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Ja, auch sehr kurz von Manhattan hierher. Alles klar. Dann warten Sie noch kurz, bis mein Kollege fertig ist. Aus Manhattan. Cool. Ja. Der Gott sei Dank auch noch nicht so weit, ha? Ne, ging echt, war okay. Bin Ich jetzt glaube, aber das ist froh, meine dass ich hier Omi. bin. Ja, das freut mich. Das könnte meine Omi Wie ist sein, Ihr Name, oder? Sir? Leo Samas. Leo Könnte Sam. meine Omi sein. Ja, Ja. klar. Könnte sie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ihr gesagt, wie ich aussehe. Alles klar, dann einmal bitte Arme hoch und dann durch die Schleuse. Perfekt. Ja, dann auch einmal bitte Taschen leeren und dann mit erhobenen Armen durch die Schleuse durchgehen. Ja, wir warten noch kurz. Aber Sie können schon mal Ihre Taschen leeren. Genau, keine Münze mit drin oder sowas. Nein, keine Münzen, kein Schlüssel, kein Feuerzeug, alles drinne. So, dann können Sie durchgehen. Einmal Arme hoch noch bitte. Coole Hose. Ich habe noch nicht gesagt, dass Sie dran sind, hä? Meinen Sie mich? Ich glaube, das ist die.
Weiß nicht, wer es sonst sein soll. Alles klar, dann sind sie jetzt dran, ne? Jetzt können sie ihre Taschen leer machen. So. Omi? Ja? Ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Nee. Alles gut. Aber ich glaube, ich habe mein Gepäck verloren. Wo hast du es denn das letzte Mal gesehen? Im Flugzeug. Das ist aber schlecht. Da müssen wir uns gleich beschweren. Ja. Du hast es auch nicht mit, ne? Nee, meins ist auch nicht hier. Ah, du hast es mal auch genutzt, okay. Influencer getroffen. Eine, die... Muss ich da durch? Will er nicht durch? Ich glaube, man muss sich da links hinlegen. Ach du meine Güte, wie soll ich das denn machen? Wie willst du das machen? Ich passe da auch nicht mehr rein. Mit deinen alten Knochen. Ja. Sie müssen sich da nicht hinlegen. Sie gehen rechts durch. Ach so? Ja. Fliegen Sie zum ersten Mal. Ja, also ich schon. Omi weiß nicht, du? Da, ich war viel unterwegs schon, ne? Aber da gab's immer Taschenkontrolle und sowas mit Durchgucken. Da hat man immer so in die Taschen geschaut, ne? Das ist natürlich dann schon was anderes. Was lege ich denn da gleich drauf, wenn mein Gepäck gar nicht da ist? Ich könnte mein Gebiss drauflegen. Ah, da würden die aber doof gucken. Der Officer wird ihnen schon sagen, was sie drauflegen müssen. Der sieht ganz schön gefährlich aus, der Officer. Die haben bestimmt auch Schlagstöcke und sowas dabei. Ich hoffe, er benutzt diese nicht. Die tun uns aber nichts, oder? Ich hoffe es. Ja. Er war vorhin schon ein bisschen sauer. Ich hoffe nicht. Ansonsten ist er, glaube ich, im falschen Beruf. Jetzt habe ich ja doch ein bisschen Angst. Ich beschütze dich schon. Ich gehe einfach hinter dir, Omi, ja? Ja. Flughafen werden keine Fotos geschossen. Der war wütend, weil ich meine Hände nicht hochgehalten habe. Warum muss man denn die Hände hochhalten? Herr in dem grünen Shirt, bitte einmal Ihre Sachen. Keine Ahnung. Und dann durch die Schleuse durch. Nehmen die uns sonst fest? Ja, was sagst du, Omi? Ob die uns sonst festnehmen? Oh Gott, die will nicht ins Gefängnis. So. Genau, dann einmal hoch noch bitte. Das wäre ungünstig. Ja, zurückkommen. Oje. Ja. Kannst du bitte vorgehen, Omi? Ja, klar. Möchten Sie zuerst gehen? Ja, mir ist das egal, ne? Mir nicht. Weil ich gehe als Erste, ne, von der Welt. Ach nein. Omi sagt doch sowas nicht immer. Ach, ist doch wahr. Ich probier's mal. Und wenn Sie mich verhaften, können Sie dann immer noch gehen. Ja, alles klar. Viel Erfolg.
Ah, die Mam hier in grün. Einmal mit ihre Taschen entleeren und dann nochmal durch die Schleuse durchgehen. Die Blase entleeren? Oma, die Taschen entleeren. Sie soll die Taschen entleeren. Hast du dein Hörgerät nicht dabei? Ich glaube, das habe ich auch im Flieger gelassen. Na, zumindest hast du die Brille, sonst wird's ja gar nichts mehr sehen, ne? Ja, richtig. Richtig. Wenn du alleine hier wärst, wär's noch doofer. Dann würdest du nämlich auch niemanden haben, der dir die Sachen übersetzt. Ja, das stimmt auch. Kannst froh sein, dass du mich hast, Umi. Ja, richtig. Bin ich auch, sehr sogar. Schon ein bisschen nervös, jetzt muss ich sagen, ich spüre auch schon ein bisschen Alarm im Darm. Oh nein. Dann müssen wir auf jeden Fall als nächstes da durch. Ja, ja, dann hier die Lady. Einmal bitte ihre Taschen entleeren und dann... Oh je. Mister, meine Oma muss vor. Die muss ganz dringend zur Toilette. Ja, dann kann die ihre Oma gerne einmal vor. Haben Sie noch was in Ihren Taschen? Nee. Eigentlich nicht. Okay, ja, Ohrringe können Sie anlassen. Die sehen wir. Und dann einmal bitte durch die Schleuse gleich, wenn mein Kollege fertig ist. Gut, gut. Haben Sie einen angenehmen Flug? Naja, hält sich in Grenzen. Mhm. Ich würde ja fragen Sie, aber ich schätze mal, Sie sind gar nicht hergeflogen, ne? Das ist so korrekt. Ja, habe ich mir gedacht. Drei Kollege. Alles klar. Dann können Sie mal durchgehen, Ma'am. Ja. Oh, was sind da alle jetzt los? Da gibt's eine Schlägerei. Oh mein Gott, was denn hier passiert? Was ist denn das für ein komisches Land? Da fangen die jetzt schon an, sich zu prügeln. Ja, flieg mal wieder heim, oder? Ja, würde ich auch. Ist besser. Ist das hier immer so gefährlich? Ja, was ich denn? Ich glaube, der hat so eine Biene gesehen und meinte, ob die Lady allergisch wäre. Oh Gott. Na, dann hat er ja sie sogar vielleicht gerettet, ne? Ja, eventuell. Das ist aber nett, ne? Mhm. Wir haben unser Gepäck verloren. Ihr Gepäck verloren? Ich glaube ja, in Wirklichkeit hat die Omi das einfach vergessen. Vielleicht taucht sie wieder auf. Alles klar, Ma'am. Dann können Sie auch einmal durchgehen. Guten Tag. Na, guten Tag, Ma'am. Ich habe doch gar nichts dabei. Meine Taschen sind leer. Ja, dann schauen wir mal gemeinsam. Mit dem Gesicht zur Wand bitte und einmal die Arme nach oben. Ja, und dann taste ich sie noch einmal ab. Kann es sein, dass es irgendeine Kleinigkeit ist? Das vergessen die meisten. Gleich auch mein Handy. Nein, in Ihrer rechten Hosentasche, Ma'am. Ja, es kann mein Handy sein. Ne? Ja, dann legen Sie das Handy gerade hier auf das Band, ja? Dann taste ich Sie nochmal mit dem Handdetektor. Ja, gut, ja. Oh mein Gott, das ist, glaube ich... Oh, das ist meine Omi, glaube ich. Die hat ganz doll Bauchweh. Ja, ich verstehe, Ma'am. Einmal Arme nach oben. So, dann tasten wir direkt nochmal ab. Mhm. Gut, hervorragend. Können Sie die Arme nach unten nehmen, ja? Dankeschön. So. Mhm. Ja, dann nehmen Sie gerade die Sachen vom Band und einmal durch die Tür und schauen Sie, dass Ihre Oma... Vielleicht etwas zu sich bekommen, dass sie nicht die ganze Flughafen voll verpestet, Was hilft denn da? Was meinen Sie? Naja. Gescheites Essen, würde ich behaupten. Oder ihre Tabletten, die sie bei sich trägt, hat sie ja gemeint. Oh ja, yeah, ich guck mal, danke. Gut, angenehmer Aufenthalt. Wie gut ist sie denn? Los Santos. Entschuldigung. Alleine. Ja, bitte. Okay. Haben Sie vielleicht meine Omi gesehen? Nein. Ist das so eine ältere Dame? Ja, natürlich. Ist meine Omi eine ältere Dame? Ich glaube, die ist vorhin aufs Klo gelaufen. Kann es sein? Dann ist sie das. Ja, da ist sie.
Sagen Sie, was kann man denn machen, wenn man Darmbeschwerden hat wegen Aufregung und so? Es gibt Tabletten dafür. Müssen Sie mal im Shop gucken, vielleicht hat der Herr welche. Da bist du ja. Haben Sie Tabletten, Omi? Nee, leider nicht. Ich versuche gerade Medikamente für deinen Magen zu besorgen. Für meinen Magen? Das hat sich nicht so gut angehört. Was denn? Deine Darmflora, Omi. Ach, das waren die Geräusche hier. Hat man das gehört? Oh. Ein wenig. Oh nein, oh, wie peinlich. Oh Gott. Das muss Ihnen doch nicht peinlich sein. Das ist eine ganz normale Körperfunktion. Ja, die bei mir nicht mehr so gut funktioniert. Die haben ja auch keine Feuchttücher auf dem Flughafen. Das ist sehr schlecht. Ja, ungünstig. Der Herr hat sich gerade... Sie können doch meine Omi nicht so erschrecken. Was ist denn mit denen los? Also. Ich wollte keinen erschrecken. Wer sind Sie denn? Darf ich ein Foto machen? Für meine Follower, bitte. Ein Foto? Oh Gott, sind Sie ein Star? Natürlich. Influencer. Sie kennen mich nicht. Weiß nicht. Influencerin aus New York, Lilia Magazzi. Ja, ich hab schon von dir gehört, ja. Oh, ich möchte ein Foto mit dir machen. Okay, kann das jemand bitte machen? Ganz schnell. Ja, kann ich machen. Nee, du sollst auch auf das Foto draufkommen. Das soll jemand anders machen. Die Frau hier ist mein Handy. Machst du ein Foto? Ja, natürlich. Moment. Okay, dann ich in der Mitte am besten, damit ich im Mittelpunkt bin. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee, ja. Moment, So, alle mal Cheese. Yeah. Cheese. Perfekt. Oh, war das fake? Yeah, so liebe ich das. Sehe ich auch ein Autogramm? Zeig mal her. Das Bild, das muss ja auch schön aussehen. Was sagt ihr dazu? Guckt mal. Du bist so hübsch. Danke. Danke. Ich glaube, sie meint mich. Meine Omi ist auch wunderschön, ja? Also Security meinte eben, dass ich keine Fotos machen darf, aber es ist mir egal. Ja. Ich muss kurz eine Story machen. Fame. Habt ihr Bock dabei zu sein? Alle? Okay. Ich hätte gerne erstmal mein Handy zurück. Das wäre ganz cool, ja. Hi. Ja, hier, ich dachte, ich kann das mit deinem Handy machen, weil das eine bessere Videoqualität hat. Nee. Hast du nicht auch Geld? Klar habe ich Geld. Und du? Ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr. Tatsächlich. Meine Kooperation und so, die füllen meinen Kontostand schon echt mega krass. Was hast du so für Kooperation? Mit gesunden Shots am Morgen. Da habe ich eben auch schon eine Story von gemacht, wie ich es eben getrunken habe mit einem... Nein! Ginger Shots! Ach so, Ingwer. Ich dachte schon Tequila oder so. Wodka sagen oder Sie so. Mal, können Sie meiner Omi aus dem Shop Darmtabletten kaufen? Ja, ich habe ein bisschen Probleme. Ach du Scheiße. Ja, einfach vielleicht mal den Verkäufer fragen. Ja. Weil ich weiß nicht, ob die das hey, überhaupt liebe verkaufen. Hey, ich habe heute jemanden kennengelernt, der hat sogar Darmprobleme. Oh mein Gott, das kann man doch nicht in den Social Media zeigen. Das ist sehr unangenehm. Stimmt mal bitte ab, liebe Follower, ob ihr das auch habt nach so einem langen Flug. Du kannst ja meine Oma nicht so bloßstellen. Oh, was ist denn mit dir los, ey? Hallo, Lady? Oh, ich habe doch niemanden bloßgestellt. Ich habe keinen Namen gesagt und ich habe sie nicht gefilmt. Man kann doch nicht einfach im Internet sagen, dass jemand Darmprobleme hat. Ja, aber sie wissen doch gar nicht, wer. Das ist ja... Wer das ist, oder? Es ist unangenehm. Ich wollte nur eine Abstimmung machen, Mann. Auch immer wahr. Ja. Super nervig ist die. Hat die das jetzt hochgeladen? Ja, sie sagt, sie hat nicht... Weiß das jetzt die ganze Welt. Aber sie hat nicht gesagt, dass du das bist. Sie hat dich nicht gezeigt und nicht verlinkt. Okay, oh Gott sei Dank. Ich dachte, die haben mein Gesicht gesehen. Ja. Das wäre ja grauenhaft.
toller Start dann in hier. Los Santos. Nein, alles gut, Omi. Keiner hat das gesehen. Nur die Leute hier halt, ne? Okay. Aber die Dame vergisst das bestimmt ganz schnell wieder, oder? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Siehst du, Omi? Ja. Gott sei Dank. Und wie war ihr Flug so? Sorry. Wir haben unser Gepäck verloren. Ja. Oh nein! Aber soll ich Ihnen was sagen? Was denn? Ich glaube, eigentlich hat meine Omi es einfach nur vergessen. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein. Haben Sie sicherlich nicht. Sie haben das sicherlich nur verloren. Und ja, ich glaube, die haben das nicht rausgenommen mit. Ja, das kann gut möglich sein. Ja, ne? Oder? Denke ich auch. Das kann ja, natürlich also auch sein, ja. Müssen wir uns gleich mal beschweren. Eigentlich genau. Schon, ja. Ja, was ich soll hoffe, das? Da war jetzt nichts Teures drin. Bei mir nicht, tatsächlich. Waren da deine Medikamente drin, Omi? Oh, meine Medikamente. Das stimmt. Dann müssen wir ja nicht, dass sie gleich schummrig wird oder sowas. Ja, das wäre tatsächlich nicht so gut. Also ich habe, ich habe die vor dem Flug, habe ich die eingenommen. Dagegen Darmbeschwerden haben sie aber offensichtlich nicht geholfen, ne? Nee, das nicht. Ich hoffe, das macht jemand sauber da noch. Bestimmt. Ja. Aber das war ich nicht, ne? Also. Wir wissen von nix. Ne, gut. War irgendjemand anders? Ja, richtig. Da war so ein anderer Mann mit mir auf der Toilette, der da drüben, der da gerade abgeführt wird. Ne, wir sagen, das war der mit dem blauen Shirt, der einfach abgehauen ist. Ja, genau. Perfekt. Wie war denn Ihr Flug, Lady? Ganz gut. Gott sei Dank nicht so lang. Wo kommen Sie denn her? Aus Honolulu. Honolulu. Oh, Hawaii. Hawaii. Ja. Hawaii. Wow. Ja. Toll. Ja. Das ist ja cool. Warum kommen Sie dann hier hin? Das frage ich mich auch. Naja, man kann ja nicht die ganze Zeit im Paradies leben. Und dann habe ich gedacht, ich komme einfach mal hierher und dann, wenn ich Heimweh habe oder was weiß ich, Liebeskummer oder so, dann kann ich ja wieder nach Hause, ein bisschen im Paradies leben und dann wieder hierher kommen. Liebeskummer. Ich weiß ja nicht, was die Zeit hier bringt. Suchen Sie die große Liebe hier? Nee, aber wenn es sich ergibt vielleicht, keine Ahnung. Also suchen kann man die Liebe nicht, weil dann findet man nur Scheiße. Das stimmt. Also nichts erzwingen. Genau. Da findet man Scheiße? Ja, wenn man sucht, dann kommt dann immer ganz böse Leute da. Da musst du gut drauf achten, ja? Nicht nach der Liebe suchen. Genau, soll ich mal hier gucken, ob vielleicht einer dabei ist? Wenn dann einer von den Security-Männern. Aber die sind so böse. Na ja, aber die würden dir jetzt nichts klauen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das scheinen anständige Leute zu sein. Ja. Oder meinst nicht? Ich weiß nicht. Bin schon. Aber die gucken so böse. Was meinst du? Vielleicht einen schlechten Tag. Vielleicht brauchen die mal einen Kaffee oder sowas. Ja. Vielleicht oder schlecht geschlafen. Ja. Wollen wir denen mal einen Kaffee vorbeibringen? Haben die hier vielleicht Kaffee im Laden? Ja, bestimmt, Omi, ne? Bestimmt, ja. Also ich habe schon einen bekommen, weil anscheinend hier eine ganz, ganz große Biene war, die mich stechen wollte. Und da ach, Sie dann, sind die Frau, ja. Ich habe es schon gehört. Ja. Oh. Sie sind allergisch, ne? Ja. Wissen Sie was? Das liegt an Ihrem gelben Pullover. Das zieht mich magisch an. Genau, ja. die,
Die denken wahrscheinlich dann noch, dass ich selber noch eine Biene bin. Oder sei es, sie sind eine Blume, sie riechen auch so oder gut. Oder so. Oh, danke schön. Omi, ich möchte das Parfüm haben, was die Frau hat. Kaufst du mir das? Wie viel kostet das? Nicht viel. Vielleicht $20 oder so. Ja, das kaufe ich dir. Wie heißt das denn? Flower Power. Oh, Flower Power, das klingt ja voll gut. Das klingt wirklich gut, ja. Ja, das kann ich dir kaufen, gar kein Problem. Du musst mir dann nur mit dem Internet da helfen, dass ich das bestellen kann. Vielleicht kann die Frau dir das auch zeigen. Ach so. Das habe ich tatsächlich mal über eine Freundin geschenkt bekommen und dann habe ich es auch mal gekauft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das hier hat. Aber im Internet wird es bestimmt das haben. Einfach mal im Internet dann Flower Power. Ja, dafür braucht sie doch ihre Hilfe. Zeigen Sie doch mal. Ja, Moment. Ja. Also, haben sie da ja die Suchmaschine. Ja. Und da geben sie einfach Flower Power ein. Flower Power, ja. Genau, dann drücken sie auf Suchen. Ja. Und dann... Da kommen aber ganz verschiedene Sachen. Das sieht aber nicht aus wie ein Parfüm. Okay, dann geben Sie noch hinter dem Flower Power Parfüm ein. Parfüm. Genau, und dann hier aufsuchen. Ja. Dann müsste das entweder der erste oder der zweite Link sein. Links? Ja, diese Überschriften. Da haben sie ja so eine Auflistung und entweder das erste oder das zweite müsste sein. Einfach da mal draufklicken und also das Fläschchen müsste... $120? Nein, das ist wahrscheinlich das große Fläschchen. Aber ich möchte das große Fläschchen. Ich will direkt das große. Naja, gut. Hier in den Warenkorb. Genau. Und jetzt müssen sie halt... Jetzt wird das eine Kreditkarte von mir. Warte, die kann ich aber nicht mehr so gut lesen. Kannst du die mir mal vorlesen, bitte? Ey, geiles Outfit. Was? Es ist farbenfroh, das leuchtet gerade richtig und sticht voll ins Auge. Ma'am, Sie haben keine Schuhe an. Ja, ich weiß. Schuhe werden vollkommen überbewertet, weißt du? Okay, wirklich? Wieso? Ja, wenn ich jetzt Schuhe anziehen würde, dann würde ich mich überhaupt nicht mehr geerdet fühlen. Ich muss das halt spüren, ne? So den Boden und die Vibes und die Schwingungen und alles. Oh, wow. Hilft das auch gegen Falten? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Habe ich irgendwie Falten im Gesicht? Nee, gar keine. Deswegen frage ich. Aber kommt ja auch drauf an, wie alt du bist. Ich habe sämtliches Gefühl für Zeit und so verloren, aber ich glaube, ich bin 30. Wow, mit 30 sah ich schon aus wie jetzt, wie so eine alte Rosine. Moment, das probiere ich auch. Homie, bitte nicht. Aber das ist doch gefährlich. Stell dir mal vor, du gehst aufs Klo und kriegst in deine eigene Kacke. Ach Quatsch, die Klos hier sind voll sauber, Mädchen. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen, echt nicht. Oder wenn Glas auf dem Boden liegt, das ist doch auch... Wieso sollte hier Glas auf dem Boden liegen? Ja, wenn vielleicht irgendwie ein Glas kaputt geht oder so. Hast du ein Glas kaputt gemacht? Nö, noch nicht. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr gering. Ein bisschen frisch ist das aber an den Füßen. Wie sieht denn das da mit Hornhaut bei Ihnen aus? Ist da viel los? Ich glaube, das wollen sie nicht sehen. Ah. Das ist schon so eine eigene Schuhsohle.
Ja. Das möchte ich mir angucken, zeig mal her. Ich habe da Pflegeprodukte dabei, Moment. Pflegeprodukte, aber die müssen auf jeden Fall ökologisch abbaubar sein, ne? Warte mal, guck mal hier, das sind meine Füße, ey, so hier. Oh Gott, ey. Das sieht ja voll eklig aus. Die sind ja ganz schwarz. Ist da ein Steinchen im Fuß? Das kann schon sein, aber das spüre ich schon überhaupt nicht mehr. Oh. Omi, zieh bitte deine Schuhe wieder an, nicht, dass die auch noch so aussehen, deine Füße. Ja, das stimmt auch wieder. Ein bisschen eklig ist es schon. Ja, ich denke aber mal, der Boden hier ist schon echt sauber. Ich weiß ja nicht, wenn dann die Füße danach so aussehen, dann... Ich laufe eigentlich schon mein ganzes Leben lang ohne Schuhe rum. Deswegen spürst du auch nichts mehr. So ist das, Schwester. Es ist voll verstanden, würde ich sagen. Ja. Omi, ist das meine Schwester? Nee, bei mir ist das normal. Das sind alles so Schwester, Bruder, weißt du. Das ist... Ich komme halt aus einer Kommune. Und wir nennen uns alle so. Da ist dein Onkel, dein Vater, dein Bruder. Ist voll entspannt, ehrlich. Voll entspannt. Wer bin ich denn? Ja, dann wär's auch wahrscheinlich so eine Mama, Schwester, Oma. Aber es ist meine Omi. Ja, die klaue ich dir auch nicht. Deine Schwester. Ich weiß, es mag es sich alles sehr verwirrend anhören, aber es ist halt, wie es ist, ne? Ist das in Hawaii auch so? Was denn? Dass alle Schwestern und Brüder sind? Enge Freunde, ja. Aber so... Also, da fällt mir ein, gibt es hier nicht in Hawaii sowas, wie heißt es, Ohana oder so, ne? Genau, Ohana. Das heißt Familie. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich. Ja, ich kenne das auch. Weißt du, als du noch klein warst, da haben wir da sowas angeguckt. Boah, hattet ihr etwa einen Fernseher? Ja. Alter, was machen die denn da? Voll unentspannt. Schon wieder. Da spürt man bestimmt schlechte Schwingungen, ne? Negative vielleicht, Schwingungen. Ich sehe das direkt und fühl's auch. Das geht bis hierhin. Vielleicht ist auch die Biene wieder da. Da müssen wir die Hawaiianerin hier mal schützen, ey. Nicht, dass die jetzt hier gleich auch ihre negativen Schwingungen von den Herren da abkriegt. Alles gut. Ja schon. Hast du eine Faust ins Gesicht gekriegt, oder was? Ja, wegen einer dämlichen Biene. Und ich bin allergisch dagegen. Oh, das ist aber dann richtig gut. Ey, dann hat der dir quasi das Leben gerettet. Ja. Fühl ich, Schwester, okay, fühl ich. Ich kann auch mal zuschlagen. Bei mir ist das aber ganz leicht immer. Da muss man ja Angst haben. Aber wer weiß, vielleicht kann das ja auch doch ein bisschen stärker wehtun. Naja, nicht so viel Kraft habe ich gar nicht mehr. Einfach sagen, dass sie freundlicher sein soll. Wenn die vielleicht... Ohne Bitte, ohne Danke. So, ich gehe jetzt ich mal will nicht wissen, ob die freundlich waren oder nicht. Ein bisschen leiser reden, danke. Wow. Ey, du bist also so ein bisschen echt extrem laut, yo. Das geht mir in die Vibes. Sowas hörst du, Oma, ne? Aber sonst bist du ja eher... Ja, wenn die so laut redet. Was war denn das jetzt? Weiß nicht, was das klang wie ein passiert. Freudiger Ausruf. Vielleicht hat du was gewonnen. Die Lady klettert die ganze Zeit auf der Bank rum. Was ist denn mit dir los? Was macht die denn da? Keine Ahnung. Wer? Die da drüben? Ja, die da mit dem... Ey, die macht die ganze Bank schmutzig. Das geht gar nicht. Da kannst du dann nicht mehr mit deinen Füßen drauf. Nee, das will ich auch nie machen. Erzähl dir das mal, was soll das? Na, Duge, hi. Hallo. Hi. Ja, dein Name hatte ich auch vergessen. Hi. Ah, Duge Liang. Pakao, gefällt mir. Hast du Schnupfen? Ha, magst du Schnupfen? Nee. Gut.
Weil ich habe keinen Schnupfen. Ich glaube, er hat Schnupfen der anderen Art. Was meinst du damit? Was lädst du? Naja. Hm? Was du lädst? Nix. Alles gut. Ja, besser. Vielleicht Heuschnupfen. Also, gibt da Leute, die auch nicht krank sind und Schnupfen haben. Ja, leg dich. Ja. Ja. Wie heißt du denn? Ha? Wen meinst du? Ja, dich. Ich bin Josie. Hi, Parker. Ist Parker dein Vor- oder dein Nachname? Nachname. Wie heißt du mit Vornamen? Ich wollte vorhin nicht gemeint sein, naja, das ist so eine Sache. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass Vornamen immer gewählt weitergegeben werden sollten. Deswegen sage ich ihn auch nicht gerne. Lass mich eher mit Nachnamen anreden. Haha. Also. Ja, deswegen entweder Miss Parker oder nur Parker. Ich möchte jetzt aber deinen Vornamen wissen. Okay, dann im Vertrauen. Monika. Monika Parker. Genau. Omi, das ist Monika. Hey! Monika. Ey, jetzt hab ich deinen. Na super. Wie hast du das jetzt geschafft? Ich hab einfach gefragt. Ja, das kommt davon, wenn Menschen sympathisch ausschauen und man versucht, Vertrauen entgegenzubringen. Keine Sorge, ich habe nichts gehört. Ich habe das schon wieder vergessen, Parker. Mein Gehirn funktioniert nicht immer so gut. Danke. Das ist wie bei mir. Ja, ich meine, ne, ich will ja jetzt nichts sagen, aber man sagt ja halt auch immer, man kifft sich schon mal gerne die Gehirnzellen weg, ne? Was ist das, Kiffen? Das ist, ich sag mal so, ja, ein bisschen Bewusstseinserweiterung und so. Wenn du auf eine andere spirituelle Ebene willst. Ich möchte das auch mal ausprobieren, Omi. Ich kann das mal in die Suchmaschine eingeben. Wo jetzt weiß ja, wie das kann geht. Man kiffen? Wie schreibt man das, Kiffen? K-I-F-F-E-N. Ja. Okay. Hier, der Typ hier hinter uns mit der... Ja. Hier, der Typ da. Oh, mit was der Verrat. Kappe. Der soll wohl... Oh, danke. Oh, was ist das gewesen? Ein Taco. Ja. Oh, kriege ich auch einen Taco? Willst du auch Taco? Ja, ich habe ein bisschen Hunger. Aber ich sag dir, aber die Art von Taco, ne, die ist eher gegen Gelenkschmerzen und Rheuma. Oh, hilft die wirklich? Ja, Mann. Danach hast du erstmal keine Schmerzen mehr, vor allem nach diesem langen Flug. Hilft das auch gegen Darmbeschwerden? Ja, davon kannst du auf jeden Fall richtig gut auf Toilette gehen. Noch besser auf Toilette ist nicht gut, ja. Ja, das Gegenteil auch. Miss Violet Green, bitte einmal an den Schalter vortreten. Miss Violet Green. Oh, das ist diese richtig coole da draußen, ey. Die hat Humor mit ihrem ganzen Haar und Namen und so. Die da? Ja, sie heißt, guck mal, die hat violette Haare. Oh, die hat aber Violet. Eine schöne Haarfarbe. Oh. Omi, darf ich meine Haare auch so färben? Ja, gern. Müssen wir mal gucken, gehen wir vielleicht mal zum Friseur, ne? Nicht, dass das so endet wie das letzte Mal färben. Was ist passiert? Ja, erzähl doch mal, was ist denn passiert? Siehst du noch in meiner Hand da bisschen so orange? Hm. Kann man das sehen? Ich seh's noch. Na, leicht, ja, doch. Ja. Ich hab mir die Haare selber hell gefärbt. Ui, das ist aber echt tricky. Dann sah ich ungefähr so aus wie das Shirt von der Dame aus Hawaii. Da musst du ja voll aufpassen, ne? Wenn du da mal im Meer schwimmen gehst. Da sind Algen drin. Nicht, dass deine Haare noch grün werden. Grün wäre aber auch cool. Ja, wir müssen jetzt nicht alles haben, ne? Ja, hier Strähnen in allen Farben, Omi. Bei violetten Haaren noch grüne Strähnen. Oh, er strahlst ja dann wie ein Regenbogen. Ey, die Farben würde ich voll fühlen. Und du siehst sie dann echt noch viel intensiver, wenn du mal so einen Taco nimmst. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Du kannst ja auch nur die Spitzen grün färben.
Hey, du hast voll die guten Ideen. Ja, danke. Bist du Friseur? Nee. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich bin eher im Wirtschaftszweig tätig, beziehungsweise habe ich studiert im Wirtschaftszweig. Wirtschaft? Aha. Ja, so Personalführung, Buchhaltung. Wie öde. Ich will mal Comiczeichnerin werden. Ey, das klingt auch voll entspannend. Dann kann ich auch Tacos nehmen. Dann kommen mir wahrscheinlich die besten Ideen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit den besonderen Tacos. Hm? Mhm. Weil ständig von Tacos gesprochen wird, werde ich jetzt erstmal was essen. Guten Hunger. Moment, ja, guten Appetit. Da ist ja noch jemand. Danke. Ja, unauffällig in Schwarz. Nee, ist mein Schatten. Wie ein Schatten ist sie aufgetaucht, ja. Einfach so aus dem Nichts raus. Ich stehe ja schon die ganze Zeit. Wirklich? Das habe ich getan. Das war fast wie Zauberei. Ja. Ich bin voll der Zauberer. Ja, wirklich? Wow. Hey, so eine Zaubershow in Los Santos würde ich mir auch, glaube ich, voll reinziehen. Ja. Gibt das sowas hier? Weiß ich nicht, hast du mal im Prospekt geguckt? Stand da was von so Zauberdingern? Ich habe noch nicht nachgeguckt, keine Ahnung. Also zumindest nicht, was so Shows angeht, weil andere Dinge sind erstmal wichtiger, finde ich, für mich. Was denn für Dinge? Naja, Wohnung, Job, solche Job? Dinge. Ja, ein Job. Ja. Also Job, ich habe verstanden, einen Job. Oh nein, Job, arbeiten, ja. Oh, ich glaube, die hat auch Durchfall. Oh. Vielleicht vom Taco. Vielleicht das kann sein, schon ja. Schlecht oder so. Wer seid ihr denn eigentlich alle? Ihr habt euch gar nicht vorgestellt. Oh, Entschuldigung, Parker. Ja, und das jetzt Sie alle wissen, Monika Parker. Ja. Ja. Und die da aber zu meiner Rechten. Ich bin die Lara Gilbert. Okay. Hi, ich bin die Hazel Dutcher. Hi. Ja, hi. Und wer bist du? Ich oder jetzt meine Enkelin? Ja, du, weil deine Enkelin hat sich wirklich schon vorgestellt. Oh, die. Oh, bin wow. Bin du dazu, okay. Omi? Ja, aber wirklich. Also ich bin ihre Oma und ich heiße Ethan Brooks. Das ist auch freut echt mich, schön, sie kennenzulernen, oder dich? Ich dann kann du sagen. Ja, einfach duzen, ja. Okay. Omi? Ja? Wir können das mit deinem Durchfall jetzt auf sie schieben. Was? Ja, das mit dem Durchfall, das warst doch du. Ich hab's genau gesehen, jetzt gerade. Ich hab mir nur die scheiß Hände gewaschen. Scheiß Hände, siehst oh, hast du? Da du hast die Scheiße von den Händen gewaschen. Oh, ja. Oh, hey. Da muss die ich ja einfach mal Laune. Ja, hey, wenn du lange im Flieger sitzt, dann kann das schon mal passieren. Vielleicht sollte die auch mal einen Taco zu sich nehmen. Ich meine ja nur. Ich ja, auch wenn man da in. Ich hab was für dich. Hä? Na, ich hab was für dich. Was denn? Bitte kein Desinfektionsmittel. Nein, das ist für deine Laune, weil die so mies ist, weißt du? Nein. Wie nein? Das ist ein Taco. Nein, danke. Meine Güte, was brauchst du? Schokolade? Ich hole Schokolade. Nein. Hallo. Schönen guten Tag, Ma'am. Ich kann nicht behilflich sein. Da ist so eine Lady, ne? Die hat richtig schlechte Laune. Mhm. Gibt's hier irgendwie was sie aufmuntert? Ein bisschen Alkohol oder so? Natürlich, geben Sie mir einen Sekunden.
Wissen Sie, was den Damen gern hat? Nö, wahrscheinlich nichts. Die mag gar nichts, glaube ich. Ich glaube, die ist so ein bisschen depressiv. Oh. Ich kann Ihnen einen wunderbaren Flaschen Whisky geben. Ja, ist okay. Ich muss dann aber Geld von meiner Omi holen. Was kostet das? Weil Sie den sind. Na, ich komm. Wenn den Damen schlechten Laune hat und den besser geht, dann können Sie den behalten, ja? Oh ja, danke schön. Dann geht den auf den Haus. Aber sag nichts dem Chef. Nein. Sonst habe ich den riesen Problemen. Das ist aber nett. Ja. Dankeschön. Kein Problem, Ma'am. Ja? Ich hab da was anderes, was dir gute Laune macht. Bitte, was Gescheites, ja? Was Gescheites, was ist das? Was bedeutet das? Kein Taco. Nein, aber irgendwie... Also ich glaube, du... Hast du so viel Gepäck noch dabei, oder was? Ich habe sehr viel Gepäck dabei. Ja, ich sehe das schon. Kannst ja gar nichts mehr tragen. Hast du Hunger? Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Warst du schon einkaufen? Ja, klar. Es geht immer noch nicht. Jo, Schwester. Jo. Die Oma hat Bock auf Taco. Ich glaube, wir gehen mal draußen um die Ecke. Kommst mit? Nee, danke. Oma, ich hab da was bekommen. Was denn? Geht doch mal zu dem Sojatypen. Guck mal. Dankeschön. Wow. Soll ich den mal aufmachen? Ja, dann kriegt die Lady ja vielleicht bessere Laune. Ja, okay. Ich mach das mal ganz unauffällig. Unauffällig sieht das ja nicht aus. Hey, das hat keiner gesehen. Wir wollen doch Oma nicht verpetzen hier. Keiner hat's gesehen. Alles nee, easy. Niemand verpetzt meine Oma. Ja, oh. Ist das deine richtige Oma? Natürlich ist das meine richtige Oma. Gibt's falsche Omas? Nee, ja, vielleicht hast du deine Oma ja bei Wish bestellt oder so, weißt du? Bei Wish bestellt? Nein. Das ist die beste Oma. Ich sag jetzt nichts mehr. Sie soll das nicht wissen. Und sonst was? Wahrscheinlich nicht wissen. Oh, es geht los. Jane Dover, bitte. Was, ich? Miss Jane Dower? Ich heiße nicht Dower. Dann erklär dir erstmal, wie das richtig heißt. Oh, ein Whisky. Dankeschön. Ich muss los. Danke. Viel Spaß. Oh, danke schön. Zumindest. Achso. Jo. Tschö. Was bitte? Okay, ich hab ja auch rein. Wow. Ja. Naja, tun wir mal so, als wärst du alt genug. Das ging aufs Haus, der hat mir das geschenkt. Wow. Ja, runter damit. Was ist aber ekelhaft, oh mein Gott. Das brennt ganz schön im Hals. Er ist doch gut. Oh. Oh Gott. Murphy. Ja, genau. Einmal zurück. Ja. Ja, ich weiß nicht, was genau. Oh, oje, alles in Ordnung? Upsi. Nee. Alles gut. Jetzt ist mir irgendwie schlecht. Hast du gerade dich übergeben? Oder bist du nur so weggerannt? Ey, das ist alles wieder ausgespuckt, Oma. Okay. Ich glaube, schon ein Taco würde jetzt wahrscheinlich helfen. Ja? Meinst du? Ja, oder? Was meinst du? Ja, klingt für mich nach einem Plan.
Ja, dann los geht's. Oh mein, ich musste folge was euch sagen. Unauffällig. Ja. Ich glaube, ich habe mich verliebt. In wen? Den da. Hast du mit ihm schon mal gesprochen? Nein, aber der sieht so gut aus. Hat der das jetzt gehört? Habe ich so laut gesprochen? Oh Gott, ist es peinlich. Sag einfach, du hast nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Siehste, perfekt. Ich glaube, er hat nichts gehört. Das ist sehr unangenehm. Ja, es gibt nicht nur Leute, die gute Absichten haben. Vielleicht will er dich ja auch mal kennenlernen oder so. Ja. Kommt drauf an, was die Paparazzis für Bilder machen. Ich frage mal, wie alt er ist, oder? Mach ruhig, ja. Ich bin 31 und du? Oh Gott, nee, dann bist du ein bisschen zu alt für mich. Oh, das hast du mir das Herz gebrochen. Sehr ungünstig oh nein, Oma, ich habe das erste Mal ein Herz gebrochen. Nicht zu alt für mich. Ja, aber... Wie alt sind Sie? 70. Ja, 40. 70. Ja, 40 bin ich, genau. Also sieht aus wie 40, wollte ich gerade sagen. Ja, das, danke. Guck mal, der ist ja voll nett. Ja, ja. Scheiße, was? Das geht, dann können wir uns gerne mal auf einen Kaffee treffen. Ja, sehr gerne. Ja, dann gehen Sie doch mal einholen direkt. Ja. Keine Zeit verlieren. Oh ja, aber für die Oma einen Kaffee, ey. Es klingt voll lässig. Ja. Mach ich einen Moment. Ja. Boah, der ist aber wirklich nett. Erzähl das bloß nicht Opa. Nein. Da wird er doch eifersüchtig. Er hat mir seit Jahren keinen Kaffee mehr gebracht. Dann ist er ja selber schuld, ne? Auch wieder war er ja. Der wollte ja auch nicht mit. Hätte ja mitkommen können, ne? Ja. Selber schuld, wenn ich jetzt jemand Jüngeres treffe. So eine Miesmuschel. Guck mal, da seid ihr ja auch nur 9 Jahre auseinander, also gefühlt meine ich, ne? Das geht voll klar. Ja. Außerdem ist Alter auch nur eine Zahl, die braucht man halt nicht, ne? Richtig. Ja, was soll ich kurz sagen? Na, dann hätte ich ihn ja auch nehmen können, wenn Alter keine Zahl ist. Ja, siehste. Na toll. Oder Komplimente. Vielleicht hat er noch John eine Chance Turner, bei bitte ihm. Einmal an den Schalter vortreten, Herr John Turner. Vielleicht, bis dann. Vielleicht gehen wir einfach schnell weg und dann sagst du, dass du den für mich nimmst. Ja, das machen wir, Oma. Dann machen wir das doch so. Okay. Ich bin nicht gelernt, also ja. Dann geht ihr doch mal Taco essen. Ja, Oma, komm, wir gehen jetzt ein Taco essen. Bitte zum Schalter 1 kommen, Frau ja, Taco. Juna, bitte. Bleibst du zur mentalen Unterstützung bei mir? Natürlich. Ja, was sich ergibt und eventuell meinen eigenen Leiter. Das ist aber nett. Da komme ich dann aber auf jeden Fall vorbei. Hoffe ich doch. Wie alt bist du? 26 und du? Ihr seid alle schon so alt. Meine Familie kein Geld fürs Studieren. Ja. Aber ich bin dann eigentlich tatsächlich. Aber dafür so darf ich schon Alkohol trinken. Diese ganze Einzelhandelssparte. Ich auch. Egal. Ich bin 21. Hat's mir Spaß gemacht und ich hab's weitergemacht. Ah, okay. Okay. Das beweis mal das Gegenteil. Meine Oma hat's erlaubt. Was Oma alles sagt, gut ist Gesetz. Das glaube ich. Du ja, hast ja schon eine sehr gute Story heute. Ja, tatsächlich. Was hast du? Machst du hier Urlaub oder bleibst du hier? Ich bleib hier. Für immer aber so richtig. Wenn ich mal meinen eigenen Job habe, kannst du vielleicht ein Regal oh, übergeben. Das weiß ich noch nicht. Je nachdem, was halt so die Zeit bringt. Ja, was halt dann auch zu Hause ist. Bleib oder ich hier. Wenn du Liebeskummer oder bekommst. Shirts, ne? Oder ich weiß genau, nicht, genau. Dann fliege ich so für ein paar Tage wieder nach Hause. Und dann komme ich aber wieder. Oh, der Kaffee. Ja, wo ist denn die junge also, Frau hin? Meine Omi hat beschlossen, dass sie dich doch nicht will. Sie hat gesagt, ich soll dich nehmen. Okay, du willst sie den hat Kaffee gesagt, haben. Johnson. Alter ist keine Zahl, also ist das nicht so schlimm, dass du so alt bist. Okay. Ja, bitte, hast du einen Milchkaffee, wenn du möchtest? Oh, danke schön. Ja. Ja, mein Ding. Okay, wie alt bist du? Stell ich mich hier hin. 21. Das Sofa und dann ja, ihr hinter mir. Und ich mach 10 Jahre. Das geht, doch, schon ne? noch. Das geht. Okay. Wie heißt du denn? Ich heiße Lukas und du? Josie. Josie ist ein schöner ja. Name.
Oh, okay, ich mache jetzt das Foto. Hast doch coole Hosen an. Ich möchte mal Comiczeichnerin werden. Oh, danke. Du, kannst du das so gut? Kannst du malen? Ja. Ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen. Gerne. Ja, guck mal. Oh ja, weißt das du, ist ja, guck. Ein sehr schönes Bild. Leuchte schön mit meinem roten Pulli. Da, ja, guck mal. Stimmt. Kannst du sehen? Da habe ich ein paar fotografiert. Oh, das sieht gut aus. Talent hast du. Dankeschön. Ja, kein Problem. Ich bin ja nur ehrlich. Du bist sehr nett. Danke, du auch. Ich muss dir was sagen. Ja. Ich liebe dich. Was? Ich liebe dich? Ui, das ging ganz schön schnell. Ein Pärchen. Darf ich das fotografieren? Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt stör er nicht unser Date. Ich liebe dich. Hey Leute, hier haben sie sogar 12 verliebt am Flughafen von Los Santos. Das erste Liebesgeständnis von Ich liebe dich. Küsst euch mal, darf ich das bitte sehen? Bitte? Ja, hat's nichts zu sehen. Ich bin schüchtern. Küsst euch. Nee, nicht für die Öffentlichkeit. Bitte. Das, oh, das ist aber, das ist so, geben. Das ist peinlich. Das ist genau, bitte. Das machen wir lieber jetzt alleine. Jetzt lass sie doch einfach in Ruhe. Oh Gott, was hat der denn für Schisser? Genau. Küsst du ihn doch, wenn du unbedingt willst. Genau. Das ist. Sollen wir uns küssen? Nein, ich bin schüchtern. Bitte. Oh mein Gott. Jetzt ist mein Herz gebrochen. Das war doch nur auf die Wange. Das ist nur auf die Wange gewesen. Oh Mann. Dumm verkackt. Das war nur auf die Wange. Oh. Das muss ich erstmal hier notieren. Ey, Mädchen, jetzt tu doch nicht so, Mann. Wo ist meine Omi? Mr. John Turner. Oh Gott. Das wird schon. Kannst du bitte meine Omi holen? Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, die wollte ein Taco essen. Ich komm gleich wieder. Bleib hier, okay? Tut mir leid. Das ging aber ganz schön schnell. Sie sind nicht zufällig Herr Turner, richtig? Nein, ich bin Herr Ward. Ward. Kennen Sie Herr Turner? Haben Sie den Herr Turner schon mal hier gesehen? Ich hab's leider nicht so mit Namen. Keine Ahnung. Gar kein Problem. Tut mir leid. Geht's wieder? Auf dem Balkon ist meine Omi reißt dir den Arsch auf. Omi! Ja, was ist los? Der hat mir das Herz gebrochen, der hat einfach eine andere Frau geküsst. Was? Ja, bitte reiß dich den Arsch auf. War der richtig hat was? Anti. Den der hat eine andere fertig. Frau geküsst. Ja, aber komm, wir nur weil die berühmt fertig. Ist. Wo ist der? Nur weil die berühmt ist, ich sag's euch. Oh, ja, Mem, was? Was? Aus. Können wir Ihnen helfen, die Dame? Der hat einfach. Mein Freund hat einfach eine andere Frau geküsst. Ja, wieso das denn? Weil die berühmt ist. Und ich nicht. Ach du Scheiße. Nur wegen den Followern. Eieiei. Ei, ei. Bist du denn gerade hier auch eingereist? Bist du mit dem Flugzeug gekommen mit deinem Freund? Ja, nee, ich hab den gerade erst kennengelernt. Ach so, okay, ich verstehe. Aber er hat gesagt, dass er mich liebt. Die Bänder sind doch auch? Scheiße. Nein, sind doch nicht alle Männer scheiße. Vielleicht fand er dich nur gerade hübsch für den Moment und dachte sich, das nutzt er aus, weil er dich vielleicht nie wieder sieht. Oh, ich hab ne Idee. Du wirst echt, tu einfach so, als bist du mein neuer Freund. Ich? Ja, wir müssen ja nur ja, Chris, tun. Schnapp dir den Schorfen. Komm. Was muss ich denn dann machen?
Du gehst mit mir jetzt dahin und dann gibst du mir einen Kuss auf die Wange und sagst, du bist mein neuer Freund. Eieiei. Meinst du nicht, der passt viel besser zu dir? Nee, ich will aber dich. Du willst mich? Ja gut, komm, wir machen das mal. Ja. Wie heißt du überhaupt? Ich muss erstmal wissen, wer du bist. Ich bin der Chris. Josie. Okay, schön dich kennenzulernen. Na dann, machen wir das mal. Okay, komm Chris. Komm trotzdem mit. Ja, ich bin dein Rückendeckung. Okay. Mein Wingman. Ey. Ja, 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 ja. Es tut mir leid, aber ich kann ja nichts dafür. Geh mal weg. Ich kann auch nichts dafür. Ey, Lukas. Ja. Das ist Chris. Mein neuer Freund. Ja, das hey ist Chris. Leute, hier ist der erste Streit schon. Hallo. Bei einem Mädchen. Hallo, Chris. Guckt mal, wie die aussieht. Mit die Hose. Guckt euch mal die Hose an. Oma, die hey, macht sich über mich lustig. Hey, was soll das denn jetzt heißen? Guck mal die Hose an. Überhaupt nicht. Letzte Ermahnung jetzt, sonst ist das Handy mir gleich. Haben Sie mich verstanden? Sie löschen jetzt den Scheiß vor. Security. Wollen Sie mich jetzt schlagen? Habe ich das gesagt, dass ich schlagen will? Ich habe jetzt die letzte Ermahnung. Frau Magassi, zum Schalter 1. Frau Magassi, hier zum Schalter 1, bitte. Na Gott sei Dank, ey. Das ist die. Warte mal. So. Ey. Ja, Omi! Oh. Omi! Security! Machen Sie was für mich aus! Eieiei. Wer auch immer gewinnt, der bekommt Nick, ja? Auseinander jetzt, sonst kriegt ihr jemand gleich... Ey, wie du hast meine Omi, ich sag's dir! Ach du Scheifen! Also, sie gehen jetzt zu dem Schalter und gehen jetzt... Wie gut! Du bist eine starke Frau. Haben sie es jetzt? Los, das ist der Schalter! Nee, Scheiß mach ich. Heb meine Brille auf. Nö, kannst mich mal hier. Oh Gott, ey, was sind das denn für Leute hier? Ach du Scheiße. Ja, selber schuld. Sie wurden gerade aufgerufen. Madame. Ja, kann man so sagen. Ich warte, ja, aber das ist mein Moment, das ist mein Moment, ich hab meine Liebe gefunden. Ich hab einen Schlag und Oma sagt, sie kann nicht boxen, ey. Ja. Oma ist die Beste. Voll rein, yo, ich fühle Oma. Sie verheiratet? Gehen Sie mal weg. Nick? Okay, ja, magst du mich heiraten? Soll, bitte, bitte heirat mich. Das ist bestimmt ein Ninja. Omi. Bitte, bitte heirat mich, du starke Frau. Oh, bitte, ist bitte. Das süß. Du musst ja nicht sagen, dass du schon verheiratet bist. Du einfach eine Serie ja, ich hab gesagt, Ninja nein. Oma. Ja, okay, ja. Yeah. Okay. Yeah. Oh, Zuge hat Liebe gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Zuge hat Liebe gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Trauzeuger. China Number One. Ist zufällig jemand von euch ein Priester oder sowas? Nein, leider nicht. Oder kann eine Rede heißen? Jetzt auch nicht so direkt. Ach, verdammt. Oh ja, das war so romantisch. Oh, Kui. Oh, ist das süß. Oh, süß. Oh. Ja, China Number One hat Liebe gefunden. Friede und Liebe, Liebe und war so. Alles. Da sind ja doch nicht alle Männer scheiße, Kacke. Ja. Ich Wie bin bist es super. Du überhaupt? Aha. Ich? Ja. Ach, guck mal, du hättest hier jetzt auch drei hübsche Typen. Warum ist er wittig? Ja, also ich habe ja schon 9 Freunde da. Guck mal, Chris. Oder war das Lukas? Nee, es war Chris. Na, ich bin 25. Lukas ist der rechts und der in der Mitte ist Chris, ist Chris oder was? Ja. Entschuldigung. Jetzt sind die schon Freunde ist er, geworden. Ist ja kein Problem, ist ja kein Problem. Ich liebe dich. 2 auf 1 mal. Hey, das geht auch? Hast du schon mal was von Polygamie gehört? Was ist das? Aber natürlich. Ja, Polygamie. Richtig. Ey, wenn der Bruder fühlt's. Montag, Dienstag der, Mittwoch, Donnerstag der andere. Okay. Ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Ach Quatsch, für jeden Wochentag einen, ey. Das kann auch voll entspannt sein. Okay, Kampai! Herr Chris Anderson, bitte einmal zum Schalter vortreten. Herr Chris Anderson. Ey, jetzt geht dein Freund fremd mit der komischen Tante da am Schalter. Ich glaube auch. Oh, jetzt sieht er. Wunderbar, Chris. Wie du fängst was mit der Frau am Schalter an, ich warne dich. Okay, ja, kein Problem. Meine Omi haut dir eine rein, ich sag's dir. Oh, das macht den glaube ich den wirklich. Chris, pass auf dich auf, ja. Mach den nichts. Mach nichts, Cheers, Chris. Leute. Und dir müsste was meine Omi eigentlich auch noch eine reinhauen, ne? Das war wirklich keine Absicht, tut mir leid. Wie küsst man denn jemanden unabsichtlich? Das funktioniert ja, nicht. Ich wollte dir nicht wehtun damit, ich wollte nur auf die Wange küssen. Ah, so einer bist du, ne? Du hast bestimmt ganz viele Ladies.
Eigentlich nicht. Naja, egal. Ich hab jetzt einen besseren. Ja, erstmal gerade warten. Hallo Opa. Nette Leute kennenlernen, komische Leute kennenlernen. Ich bin Zuge, wie heißt du? Toni. Ah, Toni. Wir haben so gesprochen, ja? Habst du kennengelernt? China Number One. China Number Walking World, du weißt genau, was ich meine. Wie heißt du nochmal? Ich? Ja, genau. Zuge, wie heißt du? Zuge? Ich bin Jack O'Reilly. Ah, okay, dann bin ich Zuge Liang. Ich kann den Namen von meinem neuen Opa gar nicht aussprechen. Kannst du das nochmal sagen? Zuge Liang. Zuge Liang. Zuge. Zuge. Wie die Zunge, die er mir vor den Rachen gesteckt hat. Oma, das ist eklig. Der Mann weiß, was er will. Zuge lässt halt nichts anbrennen. Natürlich. Was ist los? Randa. Ja, was anbrennt, schmeckt nicht mehr. Richtig. Ah. Oh, ich bräuchte mal was zu essen. Da merke ich langsam meinen Magen knurrt. Und du Typ in Rot, mit dir habe ich schon gesprochen. Wie heißt du? Richtig, Thomas. Ich habe den Thomas. Taco geraucht. So. Geraucht? Geraucht? Wie kann man denn einen Taco rauchen? Kann mir das meiner erklären? Ja, gut, ganz lange trocknen lassen und dann... Rollen und anzünden, ich. Wollte gar nichts von Ihnen. Ich wollte dann kann man das rauchen. Das stelle ich mir äußerst eklig. Ich glaube, das schmeckt aber nicht. Ja, so schmecken wir es nicht, aber generell. Will jemand von euch einen Taco? Ich habe noch einen. Nein, danke. Ich habe Schokocroissants. Hab die ich sind auch. Sogar sehr gut. Habe ich auch, aber ich habe jetzt einen Taco. Nimm doch einer meinen Taco. Ich will den nicht. Komm schon. Nee, ich bin schon bedient, danke. Ja, nee. Danke, alles gut. Willst du meinen Taco, Opi? Ja. Ich mag deinen Taco. Wie alt bist du? 18. Ah, okay, gut, dann kannst du mich Opi nennen. Omi, ich hab dem Opi meinen Taco gegeben. Okay. Aha, Taco. Ich weiß das schon. Der Busch hinter mir erinnert mich an meine Oma. Also an die Frisur meiner Oma. Wow, was ist mit dir? Beleidigst du gerade meine Oma? Was mit dir? An meine Oma. Ein bisschen gemein. Das ist also... Was mit dir? Ah, achso, hast du gerade mal vorbeleidigt? Nein. Egal, ist dir den Arsch auf. Meine Oma. Die in. Nein, das meine. Das eigentlich ist das meine Oma, aber ist okay. Nein, ich teile nicht. Musst du aber, ich gehöre zur Familie. Ah, okay. Ja, okay, gut. Ich habe übrigens hier, der in Weiß wollte eine Rede für euch halten, wegen der Hochzeit. Nee, wollte ich nicht. Oh, wow. Der wollte eine Rede halten. Hat der gesagt. Mr. Lucas Ward, bitte. Jan Lucas? Das ist mein Ex-Freund. Oh, jetzt Ex-Freund. Oha. Tschüss. Tschüss, Lucas. Du treue Tomate. Ja, immer wirklich. Das hat er sie betrogen, oder? Ja, der hat einfach mich einfach eine andere Frau geküsst. Ja, mit dieser Influencerin. Boah. Nur weil die berühmt ist, wollte der mich nicht mehr. Ekelhaft, ey. Ja, dann kann man den auch vergessen. Ja. Hast was Besseres verdient. Danke, Oma. Ich habe bestimmt auch mal irgendwann so viel Glück wie du mit meinem neuen Opa, dessen Name ich immer noch nicht aussprechen kann. Natürlich. Es gibt für jeden Topf einen passenden Deckel, sagt meine Mutter immer. Ja, vielleicht bist du ja mein Deckel. Wie heißt du? Toni. Toni. Und du? Josie. Josie? Das okay. Gerne. Ja. Toni und Josie. Das passt wie Topf auf Deckel. Na, gucken wir mal. Wie heißt du denn? Mein Name ist Jack O'Reilly. Jack, Josie. Obwohl, Jack und Josie klingt auch gut, ne? Toni und Josie, Jack und Josie. Und du? Ich heiße Thomas. Nee, Thomas passt nicht. Ja, passt auf überhaupt. Ich glaube, ich will Jack. Mal. Jack und Josie klingt gut. Herr Zuge Liang, bitte zum Schalter 1 gucken. Herr Zuge Liang, bitte. Oh je.
Okay, V, ich warte bei dir in Los Santos, ja? Ja, ich besser, okay. Wir sehen uns. Kussi, kussi. Ja. China Number One. Ja, China Number One! Der ist aber süß, Omi. Ja. Oder? Mit. Ja. Aber erzähl das nicht Opa. Nein, nein. Alles, was hier ist, das bleibt auch hier, Omi. Was in Los Santos passiert, bleibt in Los Santos. Ja. Außer eventuell Kinder. Die müssen mitkommen. Oh. Was meinst du damit? Naja, wenn da aus einer Liebesgeschichte ein Nachzögling entsteht, den kannst du ja schlecht irgendwo abgeben. Hast du vor, hier eine Familie zu gründen mit Kindern und so? Ich weiß noch nicht. Ich hatte meine Frau schon. Mal sehen, was noch kommt. Du hast schon eine Frau? Hatte, ja. Und jetzt nicht mehr? Nein, die ist leider verstorben. Oh. Oh, das tut mir leid. Alles mein gut. Beileid. Sie war krank und ja. Wir wussten alle, dass es so weit kommt. Okay. Wir haben die Monate, die wir noch zusammen hatten, haben wir alle noch genossen. So eine traurige Nachricht. Ja, ich habe auch lange gebraucht, um damit wieder klarzukommen. Ich meine, Gott sei Dank hatten wir noch keine Kinder. Das wäre sonst, glaube ich, noch etwas dramatischer gewesen. Ich brauche eine fröhliche Geschichte. Habt ihr eine fröhliche Geschichte? Ihr zwei habt doch bestimmt eine fröhliche Geschichte, oder? Erzählt mir was Lustiges. Könnt ihr Witze erzählen? Rollt ein Keks um die Ecke und fällt um. Was fehlt? Der Witz. Krübel. Die Pointe. Okay. Der war äußerst schlecht. Ich weiß. Nennt mich King auf schlechte Witze. Dann hau mal raus. Ja. Ja, den Titel musst du erst verdienen, ne? Okay. Ja, eben. So King, das ist ja ein Titel, den muss man sich erstmal verdienen. Dann lass mir das King weg. Also bist du einfach nur ein schlechter Witz. Na. Touché. Mir fällt jetzt kein Witz ein. Nee, mir gerade auch nicht wirklich. Auf Zwang ist das aber auch total anstrengend. Was soll man denn sagen? Ja. Wenn jemand sagt, da kommt jemand und dann sagt er... Ja, meistens kommt nicht so aus der Situation heraus. So. Könnt ihr nicht einfach eure Suchmaschine benutzen? Was ist das? Kennt ihr schon den Witz mit der Elefantenarschsuppe? Nee. Nee. Okay. Da war mal ein Mann, der ist ins Restaurant gegangen und hat die berühmt-berüchtigte Elefantenarschsuppe bestellt. So, und dann hat der Ober die Suppe gebracht. Und der Mann fängt an zu essen. Merkt, hoppla, da ist ja was komisch. Ruft den Ober nochmal und sagt, Herr Ober, in meiner Suppe ist gar kein Fleisch drin. Sagt der Opa, dann haben sie wohl das, dann haben sie wohl das Arschloch erwischt. Okay, der war nicht schlecht. Ja, danke. Der war sehr gut, ja. Kann mir das einer erklären? Ich habe das nicht verstanden. Naja, es ist halt ein Loch. Ein Loch ist ja nichts. Einfach nur ein Loch. Deswegen hatte der Mann kein Fleisch. Aha. Ja. Ja, wenn man das erklärt, ist es nicht mehr so lustig. Ja, richtig. Das ist es nie. Ja, nun, ne. Ganz schön leer geworden am Flughafen. Das stimmt, ja. Wir stehen immer noch da. Ja. Und viel Auswahl bleibt nicht mehr. Vielleicht denken die, wir gehören mittlerweile irgendwie zur Deko, zum Inventar hier. Wie der Baum dort drüben. Genau, vielleicht sollten wir ein Stück von dem Baum wecken. Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in die Mitte laufen. Damit die uns auch ganz bestimmt sehen. Und dann heben wir alle mal die Hände und sagen, wir sind noch hier. Ja, hallo. Wir sind alle noch hier. Wir sind noch da. Wir haben Bock.
Ja. Ja, außer hier Thomas, der hat keinen Bock, ne? Warum? Naja, du hast die Hände nicht hochgemacht. Doch, hab ich doch. Hast du? Ja, okay. Bin nicht gesehen. Hab sie nicht so hoch wie die anderen gehoben, aber ich hab sie hochgehoben. Ja, wollen wir mal rübergehen? Ja, sollen wir mal zu dem Herrn rübergehen? Ja. Ja, der ist so allein. Wir erzählen ihm die Love Story. Ja, erzähl du die dann. Wir dachten, wir kommen mal rüber, damit du nicht so allein bist. Ach, das ist ja nett. Aber habe ich gerade ein bisschen gedöst. Oh, Entschuldigung. Oh. Ja, ist ja nicht schlimm. Und ich sah mich doch auch gerne. Ja, nur kurz die Augen zugefallen war. Langer Fluch. Ja, aber stellen Sie sich mal vor, sie werden aufgerufen und dann reagieren sie nicht. Ja, man sucht sie natürlich. Und dann... Das wäre blöd gewesen. Und irgendwann ja, nachts insofern. Kommt die Security und findet sie hier irgendwie auf der Bank. Ist das nicht die untreue Tomate gewesen? Ja, geschieht dem ganz dass recht. Er untreu war. Geschieht dem ganz recht. Karma. Frau Brux und Frau Josi, bitte zu mir kommen. Schalte 1, Frau Brux und Frau Josi. Wir sind dran. Na dann, wir schön. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal. Ja, schönen Aufenthalt. Ne? Danke euch auch. Ich gehe zu China Number One jetzt. Ja, stimmt, zu meinem neuen Opa. Ja. Hallöchen. Hast du meinen Reisepass noch, Omi? Ja, na klar. Na, dann geben Sie mir das auch einmal du, Rolle 2. Ja, zwei. Natürlich, bitte schön beide. Na schön, ja, das passt. Ja. Josie Brooks, so, dann machen wir da den Stempel rein. Da noch einen Stempel rein, super. Da super. Da haben Sie die Reise besser wieder. Dankeschön. Und dann kommen Sie mal herum und ich zeige Ihnen, was rausgeht. Was spricht denn da für eine komische Sprache, Omi? Keine Ahnung, so ein bisschen Dödel, glaube ich, aber lieber nicht sagen. Ja. Kommen Sie aus Dödelland? Aus was komme ich? Aus Dödelland? Ich zeig dir gleich, was Dödelland ist. Du gehst geradeaus, dann rechts, dann links. Okay. Und dann haust du ganz kräftig auf die Stirn und dann bist du im Dödelland. Ne? Ich weiß nicht, ob ich so sprechen möchte wie du. Dödelland. Naja. Dödelland. Ihr haut euch über die Häuser jetzt. Ne? Ihr habt die Schnauzen voll. Ja, ja, die Schnauzen voll. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. War das auch so schlechte Laune. Ja, habe ich das gut nachgemacht? Hast du super gemacht, Omi. Vielen Dank, danke. Mich sehr bemüht. Aua. Bisschen an der Wand hängen geblieben. Pass doch auf. So, ja. Ab geht's ins Dödelland. Dödelland? Dödel.